Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe mich wirklich sehr auf diesen Parteitag gefreut. Und zwar nicht nur, weil ich heute Geburtstag habe oder weil Winfried Kretschmann noch mal antritt oder weil wir heute unser 40-jähriges Jubiläum feiern. Nein, ich habe mich vor allem auf euch gefreut, weil wir uns heute begegnen und uns die Hände reichen und abklatschen können. Wir waren alle zusammen auf der Straße. Wir haben wochenlang gemeinsam gekämpft. Wir haben Zukunftsvisionen gezeichnet und Haltung gezeigt. Und wir haben überzeugt. Der Mitgliederzuwachs hat uns stark gemacht. Wir sind die aufstrebende Partei. Wir sind Bündnis 90, die Grünen Baden-Württemberg. Liebe Freundinnen und Freunde. In den letzten 2 Jahren durfte ich Teil dieses Parteirates sein. Ich konnte für euch mitwirken an den politischen Leitlinien, an den Landesparteitagen, im Präsidium, an den Neumitgliedertreffen, in den Landesarbeitsgemeinschaften, an den Kreisvorständetreffen sowie bei den Besuchen in meinen Betreuungswahlkreisen und den Vorbereitungen für die Kommunalwahlen. Meine langjährige Erfahrung in der Parteiarbeit und 15-jährige Erfahrung in der Kommunalpolitik möchte ich gerne beherzt weiter im Parteirat einbringen und euch als Basismitglied vertreten. Wir haben viel erreicht, aber noch nicht alles und an manchen Stellen eben auch einfach noch nicht genug. Frauenpolitisch hatten wir mit der Wahlrechtsreform einen Rückschlag, aber wir hatten eben auch große Erfolge, und zwar in den kommunalen Parlamenten. Unsere Wählerinnen und Wähler haben unsere Städte, Gemeinden und Kreise jünger und weiblicher gemacht. Kennt ihr alle noch das Kinderbuch von Momo von Michael Ende? Ja? Wenn nicht, dann solltet ihr das jetzt lesen, denn ich rufe allen Frauen und vor allem den jungen Frauen, die ihr jetzt hier in den Parlamenten sitzt, zu: Seid wie Momo, lasst die grauen Männer nicht eure kostbare Zeit und Zukunft aufrauchen. Seid wild, seid mutig, seid wunderbar, stellt Fragen, stellt Anträge, lasst euch nicht zermürben. Lasst euch nicht zermürben, besteht auf eure Rechte und verfolgt eure Ziele und Ideen. Kämpft mit Herz, kämpft mit Verstand für eine bessere Zukunft. Verblättert. Wer hätte vor 40 Jahren gedacht, dass wir so weit kommen? Hier in diesen Hallen, wir als 38% Regierungspartei, Winfried als beliebtester Ministerpräsident in ganz Deutschland. Wir sind gesund gewachsen. Den Baum, den wir vor 40 Jahren hier in Sindelfingen gesetzt haben, hat Wurzeln geschlagen, ist hochgewachsen, hat Knospen getrieben, Bienen gefüttert, Früchte getragen und ist jetzt bereit, neue, junge Ableger zu treiben. Ja, die Jugend, die ist auf der Straße und bekommt endlich Gehör, liebe Freundinnen und Freunde. Was Greta Thunberg ausgelöst hat und die Fridays for Future-Bewegung gestern weltweit auf die Beine gestellt hat, davor ziehe ich wirklich meinen Hut. Das ist genau der Druck, den unsere Politik braucht. Fragen nach der Zukunft, Fragen nach Wegen und die Suche nach neuen Antworten und strengeren Zielen mit neuer Kraft. Und alles fürs Klima fordert die Jugend. Die Jugend wird stärker, lauter, unbequemer, stacheliger. Dafür liebe ich euch und deshalb gehen wir alle mit euch auf die Straße. Die Herausforderungen, vor denen wir in den kommenden 2 Jahren als Partei stehen, sind nach wie vor groß. Wir haben viel Vertrauen gewonnen und jetzt lasst uns die Verantwortung zusammentragen. Es wird die Aufgabe des Parteirates sein, das Mega-Wahljahr 2021 vorzubereiten. Und ich will das gerne mit euch rocken. Ich möchte deshalb die Mitglieder und Mandatsträgerinnen und Mandatsträger für die anstehenden Aufgaben und die bevorstehenden Wahlen stärken und unsere Basisdemokratie festigen. Denn die Basis ist die Königin. Ich möchte die Parteistruktur dem Erfolg anpassen, damit wir in jeder Ecke des Landes jedes Mitglied einbinden könnten und dadurch noch mehr Menschen von uns überzeugen, in der Stadt und auf dem Land.
Ich möchte kommunale Verwaltungen begrünen. Wir können Ministerpräsident, wir können Dezernentin, wir können Oberbürgermeister und Bürgermeister, wir können Amtsleiterin und wir können sogar Landrätin. Und ich sage euch, natürlich können wir auch Bundeskanzlerin werden. Im Jahr 2021 weiß jeder, mit uns muss man rechnen. Wir sind fähig, wir stehen für Zusammenhalt, wir sind eine Zukunftsgestaltungspartei, wir sind die Expertinnen, denn mit Zukunft haben wir Erfahrung. Ich möchte weiterhin eine treibende Kraft für euch im Parteirat sein. Deshalb bitte ich um euer Vertrauen und um eure Stimme. Ich freue mich auf die Jubiläumsparty mit euch. Dann können wir feiern. Weiter mit Winfried Kretschmann, 40 Jahre Grüne und 44 Jahre Cindy Holmberg.